Hallo und schönen guten Morgen. Ich habe ja lang angekündigt, ich habe was Neues am Start, und zwar werde ich jetzt bis Jahresende verschiedenste Expertinnen ihres Fachs interviewen. Das sind Expertinnen aus den Bereichen Erziehung und Bildung, und ich freue mich, dass ich heute Natalia Perez-González als Gast haben darf. Die ist Expertin für Mehrsprachigkeit. Hallo Natalia. Hallo Ilse, danke für die Einladung. Ja, und ich weiß, dass das Thema Mehrsprachigkeit ja bei vielen Familien ein großes Thema ist. Auch wie steige ich es an? Welche Schwierigkeiten kommen auf uns zu? Und da gibt es heute sicher Antworten. Aber als erstes einmal, Natalia, würde ich dich bitten, dich selber vorzustellen. Ja, hallo, ich bin Natalia Perez-González, 42 Jahre alt, Chilenin ursprünglich. Und seit 18 Jahren lebe ich ja in Deutschland. Ich bin mit einem Stipendium in die Universität Heidelberg gegangen. Und genau, war ich gerne an der Uni. Deswegen habe ich in Chile zuerst studiert, Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und Pädagogik. Genau, und als ich dieses Stipendium bekommen habe, dann wollte ich natürlich meinen Bereich, meine diese drei Bereiche vertiefen. Und ja, in Heidelberg habe ich das als Magister Artium weiter durchgeführt, gemacht. Und ja, in der letzten Zeit des Studiums hat sich dieses Thema mehrsprachige Erziehung bei mir so, wurde interessanter. Und genau, über dieses Thema habe ich auch meine Abschlussprüfung gemacht an der Uni. Deswegen, genau, ist das jetzt meine Leidenschaft. Jetzt ist ja auch ein Riesenbereich in Wirklichkeit, gell? Weil das geht ja, ich meine, ihr seid ja dreisprachig, glaube ich, in der Familie, gell? Genau. Mein Mann ist zweisprachig aufgewachsen. Er gehört zu diesen Generationen von Gastarbeitern. Die Eltern sind Kroate, aber er ist hier geboren, aufgewachsen, aber hatte keinen deutschen Pass. Deswegen kann er beide Sprachen, Gott sei Dank, weil die Eltern Kroatisch immer mit ihm gesprochen haben. Aber er ist hier geboren und aufgewachsen. Deswegen kann er perfekt akzentfrei Deutsch sprechen. Und ich Chilenisch, Spanisch. Genau, und habe ich mit 13 Jahren Deutsch gelernt in der Schweizer Schule in Chile, auch mit einem Stipendium damals. Deswegen kann ich einigermaßen Deutsch. Naja, einigermaßen. Du sprichst ja gut Deutsch, aber natürlich trotzdem hört man noch, dass du eben ja spanischen Ursprungs bist, sage ich jetzt mal, also oder chilenischen Ursprungs bist, ne? Ja, das heißt, du bist in Wirklichkeit durch die eigene Erfahrung zu dem Thema Mehrsprachigkeit gekommen. Hattest du dieses Thema schon bevor du deine Familie gegründet hast? Also, du hast jetzt gesagt, ja, du hast deine Arbeit schon drüber geschrieben, aber war das für dich schon so klar, dass du in diese Richtung gehen wirst? Ich habe eigentlich in Heidelberg das Thema entdeckt, als ich die ganzen Varianten vom Spanischen auf der Welt einfach lernen musste, auswendig lernen musste. Wie man, so wie in Deutschland, ja, wie man Brot hier in Bayern sagt oder in Baden-Württemberg und so weiter. Und diese ganzen regionale Unterschiede waren eigentlich in dem Spanischen auch für mich eine Pflicht, das zu lernen, zu kennen. Nur gemerkt, es ist halt da unterschiedlich vom kognitiven, vom kognitive Bilder, von der Kognition her von den Menschen. Und da, genau, bin ich zu diesem Spanglish gekommen in den USA, genau, wie die Latinos in den USA leben und wie sie einfach dieses Spanglish etabliert haben. Und was eigentlich wissenschaftlich gesehen, pädagogisch auch gesehen, ist es nicht so die beste Förderung für die Kinder. Ja, jetzt, wir sind zwar schon mitten im Gespräch, aber wir haben also immer wieder sehr viele Zuseher. Also ich habe jetzt, mal sind es 5, mal sind es 7. Es ist ja sowas wie Frühstücksfernsehen heute. In Österreich ist Feiertag. Ich sehe auch die Carmen Perez viel zu. Also die ist auch mit zweisprachigen Wurzeln. Schön. Hallo an alle, und wenn es Fragen gibt, dann stellt sie einfach im Chat. Wir werden uns bemühen, da immer wieder ein Auge drauf zu haben.
Ich habe da beide Fenster offen. Ich habe das Zoom-Fenster offen und das Facebook-Fenster offen und ich werde da schauen, dass ich das ein bisschen. Ich habe nur die Zoom-Fenster. Ich sehe Du nichts. siehst gar nichts, ja, aber ich schaue, dass ich das unter Kontrolle halte. Also wenn ich dich dann zwischendurch mal unterbreche, wenn eine wichtige Frage kommt, nicht böse sein. Jawohl. Gut, und wie ist jetzt dein Ansatz? Du arbeitest ja hauptsächlich jetzt in Deutschland mit ich sage jetzt einmal anderssprachigen Menschen, hauptsächlich mit Spanischsprachigen, aber nicht nur, ne? Nicht nur, ne, genau. Mit allen Menschen eigentlich, die Deutsch und Spanisch können. Und es ist oft natürlich, mir geht es um diese Sprachkonstellation in der Familie und da habe ich von Deutsch und Spanisch bis Deutsch und Flämisch, Kroatisch, Serbisch, alles zusammen in der Familie oder Russisch. Ich habe auch deutsche Familien gehabt, die auch mit Englisch auch oder Französisch in der Familie dieses Thema hatten. Es ist unterschiedlich. Also auf Deutsch arbeite ich und auf Spanisch auch. Okay, und wie ist jetzt dein Ansatz? Weil manche Leute denken sich ja, das ist ja so ganz, ganz schwierig, Kinder zweisprachig oder gar mehrsprachig zu erziehen. Es gibt da diese Theorie, dass die Kinder dann viel später sprechen lernen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, also meine Nichte und mein Neffe wachsen auch zweisprachig auf. Das muss nicht so sein. Nee. Es gibt dann auch so Ängste, dass die Kinder nicht richtig rechtschreiben lernen und so weiter. Wie baust du das also auf in deinen Trainings und Coachings und wie entkräftest du all diese Ängste? Also erstmal ist es für mich ganz wichtig zu wissen, wie die Familie drauf ist, ob sie wirklich was integrieren wollen, ob sie was wirklich umsetzen wollen, meine Tipps, meine Beratung, meine Empfehlung. Und da fange ich an mit ein paar Fragen, einfach die Familie gut kennenzulernen, aber nicht nur, was gerade los ist in der Familie und was passiert, ob die Kinder sprechen oder nicht sprechen und was sie sprechen natürlich. Erstmal auch die Sprachkonstellation genau verstehen, wie sie damit umgehen. Das sollen sie natürlich mir erzählen. Und es gibt auch viele einen Hintergrund, den man nachvollziehen muss. Und dafür muss ich auch die Eltern auch einigermaßen persönlich kennen. Deswegen ist es eher die individuelle Beratung das Beste eigentlich für jede Familie, weil jeder Familie eine einzige Welt ist, ein einziges Thema hat und eine bestimmte Strategie braucht. Darf ich da jetzt ein bisschen nachhaken? Du hast gesagt, also, es kommt auf die Familienkonstellation an, auf den Umgang in der Familie. Das heißt, du schaust auch, welche Sprache hat sich zum Beispiel als familieninterne Sprache etabliert. Stimmt das? Erstmal zu wissen, wie sie damit umgehen, wie sie das einfach durchführen. Auch gucken, wie bei jedem Elternteil familiär auch auszieht, beziehungsweise ob die Verwandte auch dafür sind oder doch dagegen sind. Es gibt so eine Historie, eine Biografie von jedem Mensch, vor allem die auswandern, haben bestimmte Themen, die noch nicht gelöst sind. Es ist ein Thema vom Selbstbewusstsein. Es ist eine sehr wichtige Frage in die emotionale Ebene jeder Elternteil und die Kinder, wie sie damit zurechtkommen. Deswegen muss ich unterschiedliche Fragen stellen, damit ich am besten diese Konstellation verstehen kann. Und dazu überlege ich mir eine pädagogische Strategie, je nach Persönlichkeit auch. Es gibt Eltern, die voll engagiert sind, die alles sofort umsetzen wollen, ja, und andere, die wirklich Schwierigkeiten haben, dass sie vielleicht sich nicht wohlfühlen mit der deutschen Sprache oder in Deutschland. Und da leider beeinflusst die Entwicklung der Sprache, von den Sprachen der Kinder. Das ist ja, es ist eine ganz empfindliche, private Sache sozusagen. Naja, es ist ja auch eine ganz tiefgreifende Sache, weil Sprache ist ja auch immer Teil unserer Kultur und Sprache macht ja auch was mit uns. Also ich kann es nur sagen aus unserer Familie, also wenn meine Schwägerin Spanisch spricht, ist sie ganz anders drauf, als wenn sie Deutsch spricht. Ich habe das Gefühl, ich habe zwei verschiedene Personen von mir, obwohl sie ausgezeichnet Deutsch spricht. Aber sie wirkt auf Deutsch immer
ein bisschen härter, immer ein bisschen klarer. Und wenn sie Spanisch spricht, dann merkt man einfach, da geht ihr Herz auf, da ist sie voll mit dem Gefühl dabei. Das heißt, Sprache macht ja auch was mit uns, ne? Sprache ist Identität und wir müssen sowieso im Ausland die dominante Sprache, die offizielle Sprache lernen, damit es sehr gut funktioniert und damit wir auch ein bisschen unsere eigene Identität, unsere Biografie auch in der anderen Sprache auch weiter vermitteln können, wie es ist. Und da muss man wirklich einen Prozess anfangen mit vielen Bausteinen. Aber es ist möglich. Es ist möglich, dass man sich immer wieder besser ausdrückt, wie man in der eigenen Sprache ist. Aber nicht alle können das oder wollen das. Und das ist auch ein Thema, was für mich wichtig ist. Das ist die mehrsprachige Erziehung ist für mich ein Thema von Integration, Sprachförderung, aber auch politisches Thema, damit alle Menschen, die in dem Ausland kommen, dass sie sich ausgeglichen wohlfühlen und gut integrieren. Und wo beobachtest du die größten Schwierigkeiten oder die größten Herausforderungen in der Familie? Es ist einfach so, dass zum Beispiel an der Uni Heidelberg, an der Uni LMU in München in den 90er Jahren, genau, es wurde mir gesagt, dass in den 90er Jahren das Thema in Deutschland erst angekommen ist. Und das ist für die Universität, für die Akademie sehr früh, also sehr spät. Ne? Das heißt, wir reden von einer Gesellschaft zum Beispiel, also zumindest in Deutschland, ja, in anderen Ländern wie Australien läuft das total anders, Luxemburg, ja, auch die Schweiz. Ich weiß nicht, wie in Österreich das ist, aber es ist so, dass die Generation heute erst weckt und sich interessiert für dieses Thema. Deswegen die Schwierigkeiten, die ich am meisten jetzt sehe, ist, was die alte Generation mit der Zweisprachigkeit, Dreisprachigkeit gemacht haben und leichte Urteile erwähnen, wie immer wieder, ah, es ergibt sich automatisch, es wird irgendwann mal, ach, du musst gar nicht machen, lass das Kind einfach so eine Art Leichtigkeit. Und eigentlich, ich erlebe das, mir kostet auch viel Energie, meine Kinder dreisprachig zu erziehen, obwohl ich die Expertin bin, aber ich merke einfach, dass man was dafür machen muss. Ja? Es ist nicht einfach, dass die Kinder von alleine die drei Sprachen sprechen. Nee, du musst schon ein paar Ideen, dich informieren, musst du schon eine Struktur in der Familie haben mit den Sprachen. Und das ist, was ich heute nicht sehe, dieses Bewusstsein, dass die Eltern richtig das als extra Erziehung, eine wichtige Erziehung, wie alle anderen Familien Sport machen, Musik machen, sich für ein anderes Thema weiterentwickeln wollen, es ist auch für die mehrsprachige Familie sehr wichtig, dass sie das Thema ernst nehmen. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube aber auch, dass sich da wirklich also ganz lustige Sachen manchmal ereignen. Also ich, wie gesagt, meine Nichte und mein Neffe sind zweisprachig aufgewachsen und die haben zum Beispiel phänomenal die Großeltern ausgetrickst. Also die konnten beide Sprachen schon sprechen, so mit und verstehen, vor allem super verstehen, also mit 2-3 Jahren. Und wenn sie bei den spanischen Großeltern waren und sie haben irgendwas machen sollen, was sie nicht wollten, haben sie erklärt, sie verstehen das nicht, sie können nur Deutsch. Und wenn sie bei den österreichischen Großeltern waren, dann konnten sie auf einmal nur Spanisch. Und also das ist schon auch Arbeit für alle, da zu stehen und zu sagen, nein, ich weiß, dass das stimmt, dass das anders ist. Und dass du auch sicher bist, dass es gerade nicht eine Mischung ist oder ein Handicap, ein Defizit, sondern es ist gerade ein Spiel. Meine Kleine, ich habe einen Großen, der Adrian, der ist 7 Jahre alt und die Melina 4 Jahre alt. Die Kleine schon mit 3 Jahren hat sich vor dem Papa so hingestellt und hat auf Spanisch gesprochen zu ihm und hat mich zurückgeguckt und hat so gelächelt. Ne? Und dann ist sie zu mir gekommen und hat sie auf Kroatisch mit mir gesprochen. Ja, aber nur die Sprache, perfekt, ohne zu mischen. Ja, und das war für mich einfach klar, das ist was Besonderes für sie. Das ist ein Spiel, es ist was Wichtiges. Und sie weiß, dass sie Menschen manipulieren kann oder mit Menschen spielen kann. Das war ganz, ganz
ganz schön, das zu sehen. Ja, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, das zu sehen, weil sonst kommt es nämlich auch zu Unsicherheiten. Also meine Eltern hatten auch Bekannte, wo die Kinder zweisprachig erzogen wurden, und zwar Französisch und Deutsch. Die Mutter war Französin, der Vater war Österreicher. Und so im Alter von 3, 4 Jahren haben die Kinder begonnen, mit allen Frauen Französisch zu sprechen, egal ob sie Deutsch oder Französisch angesprochen wurden, und mit allen Männern Deutsch. Und da ist dann auf einmal in der Familie eine Verunsicherung ausgebrochen. Verdrehen die da was? Wissen die das nicht? Aber ich glaube, die Kinder wissen das sehr wohl. Die setzen das einfach als Spiel ein. Genau. Meine Kinder sogar in Chile haben mal auf Kroatisch gesprochen und gespielt miteinander. Ja? Die entscheiden, das ist das Schöne, dass sie auch diese Macht haben, zu entscheiden, was reden wir jetzt hier, aber nie zu mischen. Also sie können schon die drei Sprachen problemlos, grammatikal gesehen, auch gut sprechen. Der Große schon schreiben und lesen in den drei Sprachen, ohne Druck. Und das ist das Wichtigste. Ohne Druck, ohne Ängste zu vermitteln, ohne eine negative Umgebung, ja, die ein bisschen einschüchtern kann. Das sind so wichtige Sachen, die man, wo man wirklich achten muss und als Familie auch schützen muss, ne, damit es sehr gut funktioniert. Also leider Situationen, wo also oft so, und ich weiß nicht, wie in anderen Kulturen ist, aber die Kulturen, die ich kenne, die kriegen viele Vorurteile. Es wird ganz schlecht darüber gesprochen. Es wird verboten, manchmal die Muttersprache zu sprechen. Und dafür ist meine Arbeit da. Also ich möchte diese Eltern informieren und auch genau Tipps geben. Ja, ich glaube auch, dass das so im deutschsprachigen Sprachraum, wie du sagst, allgemein sehr spät angekommen ist. Es ist ja auch so, dass nach wie vor, ich meine, ja, es gibt zweisprachige Vorlesungen, es gibt englische Vorlesungen in Österreich, aber es ist nach wie vor so, dass wenn Vorlesungen auf Deutsch gehalten werden, die nicht unbedingt immer in Hochsprache gehalten werden. Und das finde ich jetzt nicht Muttersprachen gegenüber unfair. Ja, also das ist jetzt genau, und da ja, entdeckst du einfach die Komplexität des Themas, weil es gibt Menschen, die hier, also die Kinder, die hier geboren sind und mehrsprachig, aus einer mehrsprachigen Familie kommen und hier es sozusagen leichter haben, weil sie von Anfang an Deutsch gehört haben. Es gibt aber Eltern, die später eingewandert sind, angekommen sind, und dass die große Kinder mit dabei haben, die sehr spät mit 3 Jahren oder mit 6 Jahren oder mit 13 Jahren Deutsch lernen müssen, die brauchen eine andere PE-Strategie, ja. Und da ist natürlich jemand, der mit 6 Jahren oder 8 Jahren nach Deutschland kommt und Bayerisch hört, ja, ganz komisch. Also da versteht man nichts. Ja? Und da, das ist auch schwierig, glaube ich, auch wenn man schon lange in einem Land lebt, einer wirklichen Dialektkonversation zu folgen, da braucht schon ganz, ganz hohe Sprachkompetenz in dieser Sprache. Oder genau, gut mehrsprachig balanciert, also ausgeglichen, mehrsprachig gewachsen sind, aufgewachsen sein. Ja. Genau. Meine Kinder zum Beispiel, die reden mittlerweile auch Bayerisch, weil wir in Bayern wohnen und die können Spanisch, Kroatisch, Deutsch, und ich merke, dass sie ab und zu sagen, könntest du das machen, Kim? Na, die klassische bayerische Wörter, diese Akzent haben sie auch. Und der Große sagt sogar, weil wir englische Musik hören immer, dass er auch Englisch versteht. Wer weiß das, ja? Aber wenn man zwei Sprachen gut kann, kann man eine dritte Sprache und einen Dialekt sehr gut verstehen. Ja, und ich glaube auch, dass je mehr Sprachen man kann, desto leichter lernt man andere Sprachen, weil einfach die Strukturen dann sich doch immer wieder ähneln, vor allem die Grammatik, der Aufbau ähnelt sich immer wieder. Außer es ist jetzt eine ganz andere Art fremde Sprache. Also jetzt, wenn ich, weiß ich nicht, im romanischen, deutschen Sprachraum aufgewachsen bin und auf einmal Russisch lernen muss, dann ist es sicher viel komplexer. Oder Ungarisch. Es kommt drauf an, genau. Weil die haben eine ganz andere Struktur, diese Sprachen. Genau, aber wenn die Eltern, wie bei uns zum Beispiel, wenn die Eltern das wirklich sich engagiert haben und fleißig darauf geachtet haben, das gut beizubringen, es ist
sogar ein höheres Reichtum. Ehrlich gesagt, weil meine Kinder, ich verstehe nicht, wie sie Kroatisch mit dem Opa und Oma reden können, fließen. Die müssen mir ständig übersetzen. Ja, ich lerne natürlich auch Kroatisch, aber von Kroatisch und Spanisch, ja, da hast du auch völlig unterschiedliche Welten. Ja, genau. Und das ist aber auch so eine Sache, wo du jetzt hingewiesen hast, was unter den Familien manchmal schwierig ist. Ich beobachte das, also mein Bruder, die haben eben als Familiensprache Spanisch. Die sprechen untereinander Spanisch. Sie können alle wunderbar Deutsch, aber untereinander als enge Familie sprechen sie Spanisch. Und das ist ganz unwillkürlich. Also das ist jetzt nicht, weil sie da was geheim halten wollen, sondern weil das einfach ihre Herzenssprache ist. Und wenn die aber dann so im Großfamilienbereich sind und sie sprechen Spanisch, dann ist es natürlich schon für die anderen manchmal komisch, weil wir doch nicht alles verstehen. Wir verstehen vieles, aber nicht alles, und wir sind dann bei manchen Dingen nicht so schnell, wo dann auch so dieses ein bisschen Ausgeschlossenheitsgefühl aufkommt. Ja? Das ist nämlich der Punkt, auch ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade erwähnst, weil in einigen Ländern ist das, entsteht diese Angst oder dieses Gefühl, ich verstehe nicht. Genau. Das habe ich in meiner Fortbildung als Elternbegleiterin auch das wirklich konkret gefragt. Warum existiert dieses Argument, diese Aussage, dieses Gefühl? Ja, weil wir denken, dass wir, dass über uns gesprochen wird. Ja? Und das ist ja je nach Kultur unterschiedlich. Also in Chile sage ich immer wieder, wenn jemand Fremdsprachen spricht, es ist seine Begeisterung. Och, wie toll, wie klingt das? Erzähl mal mal weiter. Ja? Es ist egal, ob ich verstehe oder nicht verstehe. Deswegen ist es schon kulturell anders. Genau, genau, das meine ich damit. Aber es ist natürlich auch, es gehen dann auch Informationen verloren, obwohl man es gar nicht will. Weil die einen sagen, na, wir haben das doch gesagt. Ach so, das ist was anderes. Nee, eben. Und das ist, was die Eltern wissen müssen. Im Moment möchte ich mit meinen Kindern meine Sprache sprechen. Genau. Dann ich meine Sprache, müssen nicht die anderen auch wissen, alles, was ich mit meinem Sohn rede. Ne? Aber wenn natürlich ich mit einer Erzieherin rede oder meinen Sohn schimpfen will, weil er was gemacht hat, genau, ich mit meinem Sohn auch Deutsch, damit die Erzieherin auch versteht. Und das sind so Feinigkeiten, Kleinigkeiten, Situationen, je nach Familie, die man gut besprechen muss, vertiefen muss und einen Tipp geben soll. In dem Sinn natürlich, wenn die Erzieherin was verstehen muss oder der Freund zu Hause, der zu Besuch ist, ja, dann muss ich immer unterscheiden. Entweder rede ich mit der ganzen Umgebung oder nur mit meinem Sohn, was bestimmt ist. Ja? Genau, genau. Und das verlangt Reden. Und dafür müssen wir ausländische Eltern, die dominante Sprache können. Ja, und das verlangt aber auch permanent, immer wieder in eine Art Metaebene zu gehen, sich selber zu beobachten und zu fragen, was ist da notwendig? Und das ist es, was es schwierig macht. Jawohl, und das dafür bin ich da. Ja. Wirklich, es fördert einfach nichts von den Kindern. Die Kinder sind hier unsere Kinder, die müssen einfach spielen, die Welt genießen, frei sein, sich geborgen fühlen, ja, aber wir Eltern sind die Aufgabe haben, und von uns wird jetzt für die mehrsprachige Erziehung gefordert, genau verlangt, dass wir aktiv mit den Sprachen ordentlich umgehen und nicht einfach zack, zack, egal was ich nicht kann, dann mische ich mit einem anderen Sprache, und das ist cool und schön, und das ist, was mich einfach stört mittlerweile, weil letztendlich die Kinder bekommen einen Schaden davon und nicht einen Nutzen. Ja. Ja, und da glaube ich, braucht es aber auch eine große Auseinandersetzung bei den Eltern, ein Bewusstwerden eigentlich von Themen und Problemen, an die man vorher ja nie gedacht hat, weil man nicht damit in Berührung kommt. Das ist ja gar keine Bösartigkeit oder sonst was, sondern man denkt einfach nicht dran. Genau, deswegen die beste Empfehlung für mich ist es immer, als Elternteil im Ausland zu sagen, wissen Sie, ich muss meine Muttersprache behalten, weil das ist die beste Förderung für mein Kind später für die Schule. Er wird später 2, 3 Sprachen leichter lernen, wenn er jetzt ganz gut mit mir meine Muttersprache spricht. Ja, es ist nicht böse gemeint. Man kann schon diplomatisch das erklären und sagen, tut mir leid, oder nicht tut mir leid, einfach, wissen Sie, mein Kind wächst mehrsprachig auf.
Ja. Und das kannst du erwähnen, erklären. Das sind so Tipps für die Gesellschaft, damit die anderen sich informieren, ja, aufgeklärt werden einigermaßen. Aha, das ist ein wichtiges Thema. Ich wusste nicht, dass es die Förderung für das Kind ist. Ich habe immer gedacht, das ist gegen mich. Ja. Das denken die anderen. Und wenn du das so schön diplomatisch erzählst, dann verstehen die das andere auch. Daran. Und ich sehe, dass die Gruppen sich weiterentwickeln, die Menschen, die uns besser kennen, mehr unterstützen mit unserer Dreisprachigkeit, die Lehrer sogar. Ich habe nie was falsch von den Lehrern, von den Erziehern gehört. In meinem Fall, warum? Weil ich die immer gut schön mit integriert habe in unserem Prozess. Oh mein Gott. Ist weg. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Wir haben nur ein Live. Okay, ja. Das wiederholen wir. Kein Problem. Ja, wir machen das. Und was ich auch noch, was auch noch so ein großes Thema ist, ist diese Unsicherheit. Dieses, wird mein Kind es schaffen, sich wirklich grammatikalisch korrekt in allen Sprachen ausdrücken zu können? Wird mein Kind es schaffen, wirklich in allen Sprachen lesen und schreiben zu können? Und wird mein Kind auch vielleicht rechtzeitig sprechen können? Weil es ist dann oft so, dass man sagt, naja gut, die Kinder, die so mehrsprachig aufwachsen, die fangen viel später zu reden an. Meine Erfahrung ist eine andere, aber es kann sein. Das sind die alte Generation, die diese Erfahrung uns zeigt, ne? Und das sage ich immer wieder, wenn du wirklich das kennst und machst, dann siehst du, dass die Kinder bis zum achten, später bis zum achten Lebensjahr wirklich sich total ausgleichen mit allen Sprachen, die sie können. Ja, das sehe ich jetzt mit dem Adrian, der hat jetzt natürlich ist 7 Jahre alt, der hat eine große Faszination mit Deutsch und er will alle Wörter auf Deutsch lernen, aber er fragt mich, Mama, wie sagt man das auf Spanisch? Oder, Ja, ja, und Moment, unterbreche dich kurz. Die Karin sagt gerade, meine Mutter hatte Sorge, dass mein Deutsch nicht fehlerfrei wird, wenn wir zu Hause Spanisch und Deutsch sprechen. ah ja, genau, fehlerfrei, das ist der Punkt. Und das sind wieder die Eltern, die einen Druck machen, Druck setzen, Ängste haben. Und es wäre natürlich schön, dass die Eltern diese Beratung von mir bekommen, damit sie wissen, dass es einfach nicht wichtig ist, so zu denken. Man soll einfach das Kind begleiten in alle 2, 3 Sprachen bis zum 7. Lebensjahr oder 6. Lebensjahr, wenn sie in die Schule gehen. Da werden sie wirklich akzentfrei. Wenn die Eltern sich aber ausschließen, dann klar, kann man mit Fehler die dominante Sprache sprechen. Und das möchte ich vermeiden, ja. Es kommt sowieso jeder Sprache gut akzentfrei, sogar in jeder Sprache, wenn man das aber gut begleitet. Da sprichst du jetzt noch was Tolles an, von wegen akzentfrei. Du hast gesagt, deine Kinder sprechen auch Bayerisch. Ja, Und frei chilenisch. ja, drei Chilenische, okay. Frei chilenisch. Also ich habe das nicht gemerkt, aber die Bekannten von uns aus Argentinien oder andere aus Chile, die haben sogar gemerkt, dass meine Kinder man kann bei denen chilenisch auch hören. Ja, Ja. das habe ich nicht gemerkt, aber stimmt, die reden schon wie ich. Ja. Und jetzt sagt meine Schwägerin, die ja auch Sprachenwissenschaftlerin ist, die sagt, also diese Dialekte, die haben ja auch was Positives, weil da auch oft das, auch in Deutsch das ist. Man darf nur Hochsprache sprechen, weil die Kinder sollen keinen Dialekt lernen. Ja, das ist falsch, Und genau. das ist falsch, weil im Prinzip ist ja im Dialekt sind ja ganz viele Laute versteckt, die wir in der Hochsprache nicht haben und die wir zum Sprachenlernen sehr gut benutzen können. Ich meine, ich weiß es jetzt nur aus der Montessori-Pädagogik. Im Prinzip ist es ja so, dass jedes Kind als Baby, wenn es auf die Welt kommt, einmal jede Sprache lernen kann. Ja. Auch die ja, absurdesten, für uns absurd scheinenden Sprachen, wo man sich denkt, also das kann man gar nicht an Lauten zusammenbringen, wie zum Beispiel diese Klicksprachen in Afrika und so weiter. Und diese Fähigkeit, alle Laute zu produzieren, verlieren wir aber im Laufe der Zeit. Das heißt, wir benutzen nur die, die wir, weiß ich nicht, in den ersten 6 Lebensjahren quasi mit den Sprachen abdecken. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns im Ausland mit dem Akzent,
mit unserer mit den informellen Ausdrücken aus unserem Land auch versöhnen, wiederfinden, damit da die ganze Sprache an sich mit der Formalität, mit dem normal formelle Form und die uninformelle Form auch versöhnen, verbinden, damit die Sprache komplett gut beigebracht wird. Das heißt, wenn ich Emotionen habe und sauer bin, dann darf ich ganz ruhig schimpfen in meiner Muttersprache. Ja, es gibt viele Eltern, die sich so bisschen so kontrollieren und wollen nur die Standardsprache beibringen. Das ist auch eine künstliche Form von Sprache. Die müssen das ganz im natürlichen Art und Weise zeigen. Warum? Wenn die Kinder dann in unserem Land sind zu Besuch, dann werden sie nicht verstehen, weil die anderen alle mit schönen und schlechten Wörtern aufsprechen, ja, mit Schimpfwörtern auch, die gehören dazu. Also da muss man wirklich sich mit der Sprache auseinandersetzen. Ja, und es ist ja auch so, dass die Emotionalität in jeder Sprache anders ist. Also ich hatte selbst eine Spanischlehrerin, wo die auch mit einem Österreicher verheiratet ist, wo der Sohn eben auch zweisprachig aufgewachsen ist. Und da gibt es so lustige Geschichte, der hatte in der Schule eine schlechte Note. Und er nimmt dieses Heft in die Hand und sagt, meine Mutter wird mich töten. Ja, richtig, ja. Und die Lehrerin sagt, na wieso und warum? Und die ist da gleich auf Kindesmisshandlung und was weiß ich, was alles ist sie gekommen. Und sagt dann, nein, nein, die ist Spanierin, die schreit sich ja Temordio. Ja, wir reden von intelligent und dumm, ohne eine ernste Sache dafür zu machen. Aber auf Deutsch, wenn ich sage, du bist dumm, du bist intelligent, das ist irgendwie nicht so die Art, ne, wie man redet. Aber auf Spanisch sagt man, ja, ganz ja, blöd gemacht, dumm gelaufen, so ein bisschen, ja. Das ist schon was blöd. So. Es ist eine andere Konnotation. Und genau dafür muss man wirklich sich Zeit nehmen und mit der Sprache sich auseinandersetzen. Ja, ich habe jetzt nochmal einen Kommentar von der Carmen, die sagt, das ging also ab der Grundschule mit diesem fehlerfrei Deutsch sprechen und bis dorthin konnte sie aber gut Spanisch. Gibt es da auch einen Tipp, wie Menschen, die eben zweisprachig ursprünglich aufgewachsen sind und dann in eine Sprache gepresst wurden, die zweite Sprache noch wieder hervorholen können, gut hervorholen können, weil in Wirklichkeit ist die unbewusst ja angelegt? Es kommt darauf an, wie alt die Kinder sind, ne? In welchem Alter sie ins Ausland kommen. Wenn die Kinder natürlich eine gute Begleitung von Anfang an be bekommen haben, dann können sie die zwei, drei Sprachen fast gleich gut sprechen. Nein, ich spreche jetzt von Menschen, die zwei- oder dreisprachig aufgewachsen sind und dann aus irgendwelchen Gründen vom System in eine Hauptsprache gepresst wurden und dann natürlich auch vieles in den anderen beiden Sprachen vergessen haben. Meinst du jetzt in deinem Erwachsenenalter? Genau. Und gibt es da eine Möglichkeit, das dann wieder hervorzuholen? Weil ich glaube nämlich, dass wir unbewusst ganz viel angelegt haben und Also man vergisst die erste Sprache nie, die Muttersprache, die Vatersprache nie. Das ist jetzt auch was Schönes, das muss man das aber auch wollen. Wenn man gezielt die anderen zwei, drei Sprachen, die man gelernt hat, aktiv leben will, dann muss man sich schon mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen, was lesen, Leute kontaktieren, die diese Sprache können. Einige wandern wieder aus, um sich mit ihren Wurzeln oder die Wurzeln von der Mama zu oder von dem Papa wieder sich zu erkennen. Ja, es gibt unterschiedliche Geschichten, aber natürlich kann man, wenn man das will. Nicht, Jetzt. ob die Antwort so richtig ist oder Nein, ich verstehe dich schon. Ja. gesagt. Also, man kann darauf zurückgreifen, aber es ist natürlich Arbeit. Es ist genauso Arbeit, wie Kinder mehrsprachig zu erziehen, ist es auch Arbeit, dieses Passivwissen wieder an die Oberfläche zu bringen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt eine Familie, die gerade genau das Thema hatte. Aber es ist unglaublich, weil sobald die Person bewusst ist und sagt, hey du, ich möchte dieses Thema im Griff haben, ich möchte das wirklich gut schaffen, erfolgreich durchführen, kannst du mir helfen, dann fängt die Person sofort an, sich mit der alten Sprache zu verbinden. Und kommt das je durch diese Aktivitäten, die ich empfehle, die Gespräche, die ich führe, kommen mehr und mehr. Also du musst einfach nur zu deinem
Kindheit zurückkommen, Fragen stellen, Mama, wie war ich als Kind, Mama, was habe ich denn gemacht oder mit Freunden von damals. Also das ist eine ganz schöne introspektive Arbeit, die man machen kann. Also auch die emotionale Verbindung wiederherstellen. Es ist sehr wichtig, die emotionale Ebene für die Kinder, von den Kindern und von uns. Es ist einfach eine Art sogar für einige von Therapie irgendwie. Die erkennen sich wieder mit ihren Wurzeln, die versöhnen sich. Es ist wunderschön. Also ich muss echt sagen, wenn man sich wirklich wiederfindet, dann kommen die besseren Ergebnisse raus. Ich muss wirklich sagen, dass ich vor meinen Kindern kein Chilenisch gesprochen habe. Die Chilenen haben mich immer gefragt, woher kommen sie? Und ich so, hallo, ich bin Chilenin. Ich habe noch meine Wurzeln. Aber nein, ich habe damals Standard-Spanisch gesprochen. Ja? Das heißt, wenn du auswanderst, dann musst du das auch nachvollziehen. Du bist ein anderer Mensch. Du musst sofort die dominante Sprache können, lernen, vielleicht zurechtkommen mit Kindern. Und irgendwie, die Welt ist total anders. Niemand antwortet, wie ich das mir wünsche. Ich muss mich schnell anpassen. Und deine Bildung an sich bleibt zurück. Ja, an sich, was du angefangen hast, deine Kompetenz in deiner eigenen Muttersprache bleibt total stehen. Du kannst dich nicht wiederfinden. Du musst einfach sofort da sein, weil du arbeiten musst, weil du einen Job suchen musst, die Kinder zum Arzt bringen musst, die an der anderen Sprache sprechen und dich nicht verstehen. Da hast du eine Menge Probleme. Und deine Muttersprache spielt eigentlich keine Rolle. Es ist im Moment nicht interessant. Und das ist dieses Defizit, was wir retten müssen. Wir müssen, ne, nochmals in unserer Muttersprache lesen, ja, schöne Qualität von Büchern auch auswählen, um zu lesen. Und dann kann sich das viel leichter mit unseren Kindern auch geben. Jetzt spreche ich Chilenisch und das merken alle, die mich kennen, auf Spanisch, aber vorher nicht. Warum jetzt? Weil ich bewusst gesagt habe, jetzt bleibt mein Deutsch an der Uni. Du hast gerade ein tolles Kompliment bekommen. Ich bin gerade echt ein bisschen die Tränen. Wie toll, dass es sie gibt, Natalia. Wer hat das gesagt? Du wirst es dann nachher lesen. Ja, okay, ja stimmt, ich verstehe. Jetzt habe ich noch eine Frage. Gibt es so einen grundsätzlichen Tipp, den du allen mehrsprachigen Familien überhaupt mal mitgeben kannst? Im Moment, genau. Grundsätzlich. Sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, an die Erziehung von den Kindern, an die Bildung von den Kindern denken, die Förderung für die Kinder und nicht von uns. Also eher mehr für die Kinder was zu machen, das ist sehr wichtig, wenn man das will und wirklich das Thema ernst angeht. Zweitens ist, wie war die Frage nochmal? Grundsätzliche Tipps für Eltern mit Kindern, die sie in mehreren Sprachen aufwachsen lassen wollen. Das klar zu haben. Zweitens, sich fragen, ob wirklich man sich wohlfühlt, wo man lebt, wo man ist, was man macht. Weil wenn die Eltern nicht ausgeglichen leben im Moment, dann wird das ein Problem, ein Haken immer wieder sein mit der Muttersprache oder die Fremdsprache. Da muss man wirklich, das ist echt ein wichtiger Ansatzpunkt. Und selbstbewusst bleiben, wenn man kann. Also ohne Ängste und schön erklären, ich rede meine Muttersprache in der Öffentlichkeit und das ist sehr wichtig, weil die Kinder merken das einfach. Ja? Da musst du wirklich selbstbewusst im Ausland bleiben. Einige haben es leichter als andere. Es gibt leider diese Sprachen, die Prestige haben. Ja. Und andere, die kein Prestige haben in dem Land, die haben das viel, viel schwer. Genau. Ja, und dann glaube ich auch, dass ein großer Respekt innerhalb der Familie dazu gehört, weil man ja gleichzeitig alle anderen, also vor allem wenn es dreisprachig ist, in ihrem Sprachhintergrund, in ihrem kulturellen Hintergrund, in ihrem Sein respektiert, wenn man die Kinder in drei Sprachen aufwachsen lässt. Du holst dir ja quasi alles, was an dieser Kultur dranhängt, an dieser Sprache dranhängt, emotional, geschichtlich. Du holst dir ja alles ins Familienleben herein. Richtig. Das kann es manchmal schon sehr
umfangreich machen, sage ich jetzt. Das macht das Leben auf der einen Seite bunt und auf der anderen Seite auch sehr umfangreich, weil ja da ganz viel an persönlichen Stories hereinkommt, auch von den Großeltern, vom Land an sich, wo man merkt, okay, das ist nicht alles so wie in dem Land, wo ich lebe und das ist dort ganz anders und da gibt es eine andere Geschichte, vielleicht auch manchmal eine schwierige Geschichte, wenn das eben ein Land ist, wo Krieg geherrscht hat, wo Hunger geherrscht hat. Und das nehme ich ja alles mit ins Familienleben herein. Das ist genau der Punkt. Ich habe ein paar Beispiele jetzt im Kopf. Es gibt eine Mama, die neulich gesagt hat, dass sie sich näher zu der Tochter spürt, fühlt durch diese Arbeit. Desto mal näher zu der eigenen Kultur, zu der diese Muttersprache ist, näher ist den Kontakt zu den Kindern. Das ist unglaublich schön. Das andere ist von meiner Schwiegermutter, die ich einigermaßen gezwungen habe, ihre Muttersprache zu sprechen und kein Deutsch. Die hat irgendwann gesagt, dass es wunderschön ist, was sie erlebt hat. Ich muss dir vorstellen, als Oma, ja. Sie hat sich wieder mit ihrer eigenen Kindheit in Verbindung gesetzt. Und das ist wunderschön. Hat dann Reimspiele, Fingerspiele meinen Kindern beigebracht auf Kroatisch. Was für ein schönes Geschenk ist das. Ja, für die Sprache und für sie und für uns allen. Das verbindet die ganze Familie total anders. Ja. Und vor allem die Kinder werden empathischer. Also da gibt es einen kulturellen Background, das wirklich nur mehrsprachige Kinder haben können. Und das bedeutet einfach nur toleranter sein, verstehen, dass nicht in eine Welt nur das ist, sondern in eine zweite, dritte Welt, Kriegsländer, wie du genannt hast, die Sache total anders aussieht. Ja? Nicht wie wir das hier schön haben zum Beispiel. Das sind wirklich Kinder, die empathischer sind. Das ist wunderschön, finde ich. Ja, und ich finde es auch so wunderschön, weil sich das wirklich auf die Großfamilie auswirkt. So wie du sagst, es geht bis zu den Großeltern, es geht zu den Tanten, zu den Onkeln. Die kriegen das alle mit, die leben da alle mit und die haben dann auch so diese Erfahrung, dass diese Kinder an was anknüpfen können, was wirklich so reichhaltig ist, so schön ist. Und die wechseln ja auch ganz mühelos zwischen diesen Sprachen. Also ich stehe ja da bass erstaunt dann davor, wann die so ganz, ganz zusammenhanglos von einer Sprache in die andere wechseln, ohne irgendwie nachzudenken. Ich hab mal ein Papa schon, der wirklich balanciert, mehrsprachig aufgewachsen war, ist, der hat einfach die Frage, weil alle monolinguale, einsprachige Menschen fragen uns, welche ist deine Muttersprache? Ja, welche ist deine wichtige Sprache irgendwie? Und der hat wirklich ganz schön geantwortet und gesagt, die Frage spielt für mich gar keine Rolle, existiert gar nicht. Weißt du? Und das ist ja sehr interessant für die Wissenschaft, weil letztendlich mehrsprachigen Kindern oder mehrsprachigen Personen verstehen sich als Bürger oder Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen und nicht nur eine einzige Kultur. Also dieses Gefühl von da zwei, drei Kulturen zu gehören, ist möglich. Und das finde ich total wichtig zu erwähnen. Ne? Ja. Bereicherung, wenn du einfach nicht sagst, nee, mein Land ist Deutschland nur, nee, eigentlich gehöre ich auch zu Chile, gehöre ich auch zu Kroatien. Ja. Weil das ist wirklich für mich eine neue Generation. Wenn man das wirklich jetzt so schön weiter erfolgreich durchzieht, dann werden wir in 20 Jahren andere Menschen haben, die nicht so patriotisch denken. Da bin ich überzeugt davon, aber das ist genau der Punkt. Ne? Es braucht dieses Ausbalancierte, damit die das auch in sich ausbalanciert haben und damit die das so leben können, weil sonst haben die ja den Konflikt in sich. Also wenn das habe ich auch gehabt, Menschen, die wirklich zweisprachig sind, kulturell zweisprachig, aber nur eine Sprache können. Und die sagen mir auch, ich gehöre zu keiner Kultur. Ne? Und diese Zugehörigkeitsgefühl ist einfach sehr wichtig, dass wir es ja von Anfang an schützen, fördern auch. Weil sonst werden wir Kinder haben, die wirklich mit 15 Jahren weder noch nach Deutschland noch nach
irgendeine andere Kultur auch gehören und letztendlich sind Personen, die eine Art, ja, vielleicht Unausgleichung haben oder andere entwickeln können. Ich habe jetzt noch zwei Fragen von unseren Zusehern. Und zwar die eine Frage ist, wie du auf die Idee gekommen bist, das zu deinem Beruf zu machen. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ich bin bilinguale Kindergartenbetreuerin und spreche nur Englisch im Kindergarten, mit den Eltern Deutsch. Und ich sehe einen sehr großen Druck bei den Eltern, ihren Kindern eine zweite Sprache zukommen zu lassen. Weil die haben ja Angst, dass ihr Kind und im Job mit nur einer Sprache, also nur Deutsch, benachteiligt ist. Das heißt, das Gegenteil, die gegenteilige Erfahrung, der Druck, die Kinder müssen unbedingt zweisprachig aufwachsen. Englisch. Sie unterrichtet Englisch. Sie unterrichtet Englisch, ist aber, nachdem sie Katie Soto Terrazas heißt, würde ich sagen, hat sie auch spanische Wurzeln irgendwo. Also sie hat den Druck von den englischen Eltern sozusagen. Nein, ich glaube, sie hat den Druck, sie spürt den Druck der Eltern, Dass sie die kein Kinder unbedingt mehrere Sprachen brauchen, um heutzutage überhaupt im Leben zurechtzukommen. So unbedingt. Oh, okay. Also wenn die Eltern Englisch Native Speakers sind, klar, es ist wichtig, dass für die Eltern das Englisch beigebracht wird, gefördert wird, aber dass die Eltern mehrere Sprachen auch dazu integrieren wollen, das ist die Frage, oder nicht? Ich glaube schon, dass das so die Frage ist. Also ich glaube, ich hätte das so gerne. Also sie schreibt jetzt ja, genau. Ich glaube, ich habe das richtig wiedergegeben. Ja, weil es gibt auch, da muss man echt aufpassen. Es gibt eine andere. Egal, egal welche Sprache. Mittlerweile habe ich so eine Kategorie von Elternteil. Je nach Wunsch. Es gibt Eltern, die überhaupt keine Native Speaker sind, nur eine Sprache können, aber die wollen auch, dass die Kinder Englisch und Chinesisch lernen, keine Ahnung. Es gibt Spanier, die unbedingt drei Sprachen aufwachsen beibringen wollen. Genau. Also jeder hat einem Wunsch. Und wenn diese Eltern mehrere Sprachen als Englisch und Deutsch haben wollen, dann würde ich sofort abraten. Also bitte nicht, mach mal langsam, die Kinder sind klein, die Kinder sollen erstmal beweisen, dass sie Deutsch und Englisch sehr gut formulieren können, Sätze formulieren können, grammatikalisch gesehen, dass sie auch sich wohlfühlen mit den zwei Sprachen. Also es ist wichtig immer, dass diese zwei Sprachen erstmal, die wirklich dazugehören, zu den Eltern, zu der Familie, gut beigebracht werden, dass sie auch sich wohlfühlen mit diesen zwei Sprachen. Und lassen wir die Kinder frei, wenn sie 4, 5 Jahre alt von alleine sagen, ja, ich möchte auch Chinesisch lernen, gut, dann besuchen wir mal einen Unterricht oder schauen wir mal, ob es Theater gibt oder irgendwas für Kinder geeignet, was mit China zu tun hat. Oder lesen wir Bücher über China in unserer Muttersprache. Ja, damit diese Annäherung auch entsteht. Aber nicht sofort bombardieren mit 3, 4 Sprachen Unterricht hier und Erzieherin, die dazukommen soll, damit wir, das ist ja total künstlich. Ja? Ja, Das ich habe auch die Beobachtung gemacht, also wie meine Kinder, die sind ja jetzt 20 und 23, im Kindergarten waren, dass es Eltern gab, die mit ihren Kindern Englisch gesprochen haben, obwohl sie selber keine Native Speaker waren. Und das halte ich persönlich für absoluten Unsinn. Ist leider ein Wunsch von dieser Gesellschaft heute, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Das ist ja mit Druck, dass einige ja sehr früh mit Chinesisch, Japanisch anfangen wollen oder Arabisch oder ja, was, das sieht man bei YouTube auch. Dieses Mädchen war mal unterwegs, die 15 Sprachen so geprüft wurde. Jetzt sagt das mal auf Deutsch, jetzt sagt mal das auf Englisch, auf Französisch oder Spanisch und die hat einfach nur so weiter geredet und klar, man kann das schön einreden, dass sie Spaß hat, aber weiß, ne? Also du bist dafür, mal prinzipiell die Sprachen zu sprechen, die in der Familie wirklich vorhanden sind. Das ist ja die Basis für Mehrsprachigkeit. Die Basis Genau. kann ich in zwei Sprachen irgendwann mal mit 18 Jahren, das ist auch noch wichtig, dass eigentlich der mehrsprachig zweisprachig ist der auch irgendwann mit 18 Jahren in zwei Sprachen komplexe, abstrakte Gedanken beibringen, geben kann, weitergeben kann und schriftlich auch weitergeben kann.
Jeder nennt sich heute mehrsprachig. Ja, die reden perfekt drei Sprachen, aber eigentlich können nur schriftlich und komplexe Gedanken nur in einer Sprache weitergeben. Das sind echt wichtige Ansätze für die Zukunft, weil eigentlich bin ich mehrsprachig, wenn ich, oder zweisprachig, wenn ich in eine zweite Sprache auch komplexe Gedanken mit 18 Jahren, ne, auch normalerweise wird das so getestet, auch weitergeben kann. Und das können nicht alle. Ja. Das heißt, rein theoretisch nicht alle sind zweisprachig oder mehrsprachig. Ja, es ist ja auch so, dass nicht jedes Kind, das zweisprachig aufwächst, das dann auch wirklich kann mit 18. Das meine ich. Ja. Das ist Das liegt jetzt nicht nur daran, ob ich die zweite Sprache erst später lerne, sondern das ist generell so. Und das ist, ich glaube, dass auch daran liegt, welche Beziehung bauen wir zu dieser Sprache auf? genau, und es ist echt so, dass viele Eltern mit wenn die Kinder 6 Jahre alt sind und in die Schule gehen, geben die Aufgabe auf. Ja, weil die Kinder natürlich werden auf Deutsch jetzt in unserem Fall mehr erfahren, Ereignisse erleben. Die werden einfach nur Deutsch überall reden. Und dann denken die Eltern automatisch, ah ja, okay, dann muss ich meine Muttersprache jetzt nicht mehr ändern. Ja. Dann möchte ich eben noch auf die Frage zurückzukommen, wie bist du überhaupt auf diese Aufgabe gekommen, also mit dieser Mehrsprachigkeit, mit dieser Genau, Mehrsprachigkeit? als Beruf, das ist ja ein Geschenk, ein Zufall. Ich bin Sprachwissenschaftlerin, ich habe das Thema in meinen Prüfungen gehabt, ich habe das gemocht, geliebt und ja, ich bin in Deutschland geblieben, nach 6 Jahren Uni Heidelberg Studium, und habe ich mich in einen Kroate verliebt, ja, der zweisprachig aufwächst. Dann war für mich einfach eine Pflicht, das Thema im Griff zu haben. Eine Leidenschaft auch, ein Genuss natürlich. Und irgendwann fand ich natürlich, habe ich Kontakt mit mehrsprachigen Familien, habe ich Kontakt gehabt. Und ich habe da einfach nur ein paar so immer wieder Fragen bekommen und irgendwie ja, Unsicherheiten von den Eltern oder Glaubenssätze, die wirklich nicht für mich keine Begründung hatten, Ängste, die auch keine Begründung hatten. Da habe ich dann überlegt, so ein Crashkurs für Kinder mit Kindererzählungen und Bewegung und Spaß habe ich konzipiert, habe ich in München angeboten und da haben sich sofort 20 Familien gemeldet. Ich habe einen Raum gemietet, ich habe mit diesen 20 Familien, glaube ich, so 2, 3 Stunden gearbeitet, mit den Kindern auch dazu ein paar Tipps gegeben, um die Sprache zu fördern. Aber das war für mich klar. Das ist jetzt ein langfristiges Projekt, was ich jetzt wirklich im Ernst nehmen muss, anfangen muss. Und da muss man sich nicht nur mit Sprachen auseinandersetzen, sondern auch mit Erziehung. Auch ganz stark mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Und Selbstverständnis. es war ganz heftig so, dass eine Mama hat mich hier umarmt und hat gesagt, du, ich kann mit der deutschen Sprache nicht zurechtkommen, wie ich versuche, aber gesehen nicht. Warum? Dann habe ich gedacht, ja. Dann kam eine andere Mama und hat gesagt, ich habe kein Geld, ich muss arbeiten, ich habe keine Zeit, um die Sprache zu fördern. Das stimmt auch. Ja. Und dadurch entstanden unterschiedliche Projekte von mir, die ich durchführe. Es ist eigentlich ganz schön viel, aber es ist nicht nur Sprachwissenschaft, was man berücksichtigen muss, sondern auch diese ganzen Integrationsprozess von den Menschen im Ausland und beziehungsweise die Kinder. Genau. Also ein langfristiges Projekt, deswegen muss das ein Beruf sein und mittlerweile ist meine Leidenschaft, weil ich nur schöne Momente gehabt habe. Ja, und das ist, glaube ich, eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was sind so deine Angebote? Also wie arbeitest du mit diesen Fragen? Also was Also gibt erstmal die individuelle Beratung ist das Wichtigste, wo ich mehr von den Familien, mehr die Resultate gesehen habe, sind 2 Monate, wo wir zusammenarbeiten. Wir treffen uns einmal im Monat, aber wir sind immer im Kontakt 24 Stunden, wenn es sein muss. Aber alle Familien nach 2 Wochen schreiben mir so einen Bericht ungefähr und wir achten auf die Schwächen und auf die Stärken, damit wir eine zielgerichtete pädagogische Strategie entwickeln für jede Konstellation, Sprachkonstellation und für jede Art von Familie. Ja? Es gibt Familien, die wirklich keine Zeit haben und es gibt Familien, die mehr Zeit haben. Ja? Es gibt Ja. Familien, die um 8 Uhr nach Hause kommen und die Kinder waren irgendwo, irgendwer. Ne?
Da muss man sich wirklich was anderes überlegen. Das ist das Beste, diese individuelle Beratung online. Und ja, online führe ich das mittlerweile auch mit anderen Ländern. Es gibt Familien aus anderen Ländern, die sich bei mir gemeldet haben. Ich halte auch Workshops für 3 Stunden für Familien und für Vereine für 2 Stunden auf Deutsch und auf Spanisch. Da lernt man alle theoretischen und praktischen Ansätze, die wichtig sind im Moment. Da setzen wir uns alle kritisch mit dem Thema auseinander. Ich habe auch so einen Vortrag, genau 2 Stunden lang für Vereine, grundsätzlich für Institute. Es gibt auch ein Programm, das 6 Monate lang dauert für Schulen, Universitäten, die sich mit dem Thema mehr beschäftigen wollen. Und da gehen wir eher in diese Literatur rein, obwohl ich eigentlich auf Deutsch eher das studiert habe und nicht viel auf Spanisch. Was ich auf Spanisch gefunden habe, sind eher so Sachen mit Katalonien und eine ganz andere politische Lage, als was wir im Moment haben in Deutschland. Hast du auch ein Angebot jetzt für Pädagoginnen, zum Beispiel in Kindergärten, wie die solche Familien richtig begleiten können? Dafür sollte diese Workshops, die 3 Stunden, was 3 Stunden lang dauert, genau, offline natürlich, 3 Stunden, aber nur für Fachkräfte heißt das. Ich habe das auch als individuelle Beratung mal gehabt. Eine Logopädin hat mich kontaktiert, weil sie sich mit dem Thema auch beschäftigen wollte. Und da gibt es eine 90 Minuten Beratung online, was sehr gut ist, funktioniert sehr intensiv. Also wie ihr seht, das Thema ist komplex und muss man wirklich sich Zeit nehmen für alle Aspekte. Es gibt auch Webinare, die ich ab und zu anbiete. Ganz kurz einen Vortrag, 90 Minuten online, wo ich einen Vortrag halte eigentlich. Da gibt es nicht so viel Interaktion. Und es gibt auch für werdende Eltern diese 90 Minuten Beratung. Das sieht man Okay. alles in meine Website. Also wirklich ein ganz, ganz umfassendes Angebot auf dem Gebiet. Viel Arbeit. Ja, viel Arbeit, ja. Viel Arbeit, aber es ist echt wahnsinnig wichtig, schön und ja, ich kriege immer wieder neue gute Rückmeldungen, Es ist auch absolut deine Leidenschaft. Man spürt das, wie du da aufgehst in dem Bereich und wie du da was weitergeben kannst. also, Ja, schön. ich glaube, wir werden jetzt langsam zu einem Schluss kommen. Es war sehr, sehr spannend und wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden, aber Natürlich, es ist genug gewesen. ja, wenn es euch gefallen hat, dann teilt doch dieses Video. Schreibt es uns in den Kommentaren hinein, wenn es noch Fragen gibt. Die Natalia und ich, wir werden immer wieder nachschauen, ob es noch was gibt. Werden dann auch versuchen, das noch zu beantworten. Ja. Gebt uns eure Likes, schaut, dass das unter die Leute kommt, weil das ist wirklich ein wichtiges Thema und ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele Familien und es werden immer mehr. Ich meine, Europa wächst immer enger zusammen, die Welt wird immer kleiner und es wird einfach wirklich immer mehr. Es werden mehr Familien, die das betrifft und es sollten auch mehrere Menschen wissen, dass es so etwas gibt. Ja, genau. Wir müssen auch was für die Welt machen, für die Integration, für die Toleranz. Genau. Das brauchen wir. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Ilse, weil es ist echt, ja, eine tolle Reihe von Interviews, du jetzt organisierst. Und ja, dafür bin ich dankbar. Und Ja, ich bin auch ganz, ganz dankbar und ich freue mich, dass du die Erste warst, die da dabei war, weil ich glaube, dass wir gemeinsam so viel mehr erreichen können. richtig. Das freut mich. Vielen Dank. Ich bin Herzlichen Dank und sehr ja. dabei. Wir verabschieden uns jetzt von euch. Tschüss, Baba. Tschüssi.